Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Fangen wir diese Folge mal wieder mit ein paar Fanarts an und die ersten drei Fanarts stellt wieder Kiana zur Verfügung. Das erste beinhaltet einen Okami-Avatar und Kiana hat mir dabei alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Kiana, vielen lieben Dank erstmal für diese Glückwünsche, auch wenn es schon wirklich viel zu spät ist, um sich eigentlich dafür zu bedanken. Dennoch vielen lieben Dank. Dann hat Kiana mich einmal von meinem PC gezeichnet. Ich habe zwar nur zwei Monitore und nicht drei, aber ich muss sagen, die Sitzposition ist sehr, sehr treffend. Aber was nicht ganz so realistisch ist, ist, dass ich meinen Hund Braver Junge nenne. Das passiert im Leben nicht. Ich bin eher der Typ, der seinen Hund die ganze Zeit beleidigt, auch wenn ich ihn echt süß finde und mag. Aber Braver Junge würde ich niemals ihm sagen. Dennoch, Kiana, vielen Dank auch dafür. Und das letzte Fanart von Kiana, zumindest für heute, ist einmal Okamsen und Moppy bei der Trauung. Und der Pfarrer ist natürlich niemand Geringeres als Schranky. Saucooles Fanart und beinhaltet sogar zwei Charaktere, die in den Streams vorkamen. Vielen lieben Dank dafür, Kiana, für deine drei Fanarts hier in diesem Video. Dann kommen wir zu zwei weiteren Fanarts von Johann123. Dann einmal hat Johann123 links die Hälfte meines Okamsen-Avatars und rechts die Hälfte meines Omaki-Avatars gezeichnet. Und das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, Johann. Und das weitere Fanart von ihm bin einmal ich, der den Ausblick am Meer genießt mit einem Okamsen-Pullover, witzigerweise. Sprich, ich trage meinen eigenen Merch. Ich wünschte, ich hätte Merch, aber bisher ist das noch nicht in Planung. Dennoch, Johann123, vielen lieben Dank für deine beiden Einsendungen. Und dann kommen wir zum letzten Fanart für heute, und zwar von Shadowstorm 2.0. Und zwar hat Shadowstorm 2.0 einen kleinen süßen Wolf gezeichnet und mir dabei auch alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Und auch an dich, Shadowstorm 2.0, auch wenn mein Geburtstag jetzt schon wieder 3 Wochen her ist, vielen lieben Dank dafür, dass du mir gratuliert hast und dieses schöne Fanart zukommen lassen hast. Kuss geht raus an euch alle. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dieser Folge an. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was genau wir heute vorhaben. Ich habe tatsächlich Lust, mich mit den Leuten anzulegen. Ich habe nur das Gefühl, dass es keine gute Idee sein wird. Aber gute Ideen sind eh nicht meine Stärke. Von daher probieren wir es doch einfach mal. Und Harry, tut mir irgendwie leid. Dem ist hier ganz schön kalt. Für diese Kälte bin ich absolut nicht gemacht. Aber der Wunsch, meinen Kunden zu dienen, treibt mich an. Das nenne ich Ehrgeiz, Leute. Das nenne ich Ehrgeiz. Okay, gönnen wir uns ein paar Pfeile. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Wenn wir gegen den Leuten kämpfen, haben wir noch genug Gerichte, um uns irgendwie heilen zu können? Okay, also wir haben auf jeden Fall Dinge, die uns Rüstung geben. Also ich könnte theoretisch einen scharfen Pilzspieß essen. Dann könnte ich meine Rüstung gegen die Hylia-Rüstung eintauschen. Denn mit der würde ich auch ein bisschen mehr aushalten als aktuell. Okay, dann probieren wir es. Probieren wir, einen silbernen Leuen zu besiegen. Ich weiß nicht, ob ich der Herausforderung schon gewachsen bin. Aber das werden wir gleich herausfinden, Leute. Das werden wir gleich herausfinden. Let's go. Ich bin schon ein bisschen nervös. Aber Mifas Gebet ist auch gleich wieder da. Und wir haben Daruks Schirm. Von daher, so schlecht sollte es eigentlich gar nicht für uns aussehen. Aber ich bin ehrlich, ich habe noch nie einen silbernen Leuen besiegt. Oder überhaupt gegen einen gekämpft. Deswegen, vielleicht nehme ich meinen Mund da auch ein bisschen zu voll. Ich meine, silberne Leune sind ja, ich glaube, die zweitstärksten im Spiel. Von daher kann es tatsächlich sein, dass wir ganz schön aufs Maul bekommen werden. Aber probieren wir es dennoch. Was mich auch noch interessieren würde, spawnen die Leune eigentlich im Blutmond wieder oder bleiben die tot? Das würde mich mal interessieren. Okay, da hinten ist der Leune. Am besten lasse ich mein Pferd hier, dass es nicht angegriffen wird. Stopp, 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 stopp. Bleib doch einfach mal stehen, Baumläufe. Bleib doch einfach mal stehen. Bleib doch einfach bitte stehen. Bitte, bitte, bitte. Danke. Okay, gehen wir es an, Leute. Welche Waffen haben wir denn? Wir haben das Mushin-Großschwert. Das könnte ordentlich Damage machen. Der Rest ist eher nicht ganz so stark. Okay, ziehen wir die Hühlerrüstung an. Let's go. Jetzt ist mir natürlich ein bisschen zu kalt. Aber dem können wir ja schnell entgegenwirken mit dem hier. Okay, perfekt. Jetzt haben wir Kälteschutz. Schleichen wir uns irgendwie an den an. Oh, oh. Ich würde mich gerne anschleichen, muss ich ehrlich sagen. Das würde nämlich ein paar Free-Hits geben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir das schaffen werden. Hier auf diesem offenen Feld. Probieren wir es dennoch. Komm. Nein, lass mich einfach in Ruhe. Oh Gott. Jetzt wird er mich auch noch die Hölle heiß machen. Oh nein. Okay. Was auch immer du vorhast, lass es einfach. Was? Der kann Dinge explodieren lassen? Okay, nice. Das war ein guter Schuss. Komm, rauf, 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 rauf. Komm, einmal zuschlagen. Mit dem Königsschwert und... Bam, auf deinen Latz. Okay, das war nicht auf deinen Latz. Komm, 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 komm. So. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Oh mein Gott, ich muss wegrennen. Ich muss sowas von wegrennen. Komm, stirb doch. Ja! Gedodged, komm, gib ihm.
Ich muss sagen, wir machen echt guten Damage. Aber auch nur, weil Daruks Schirm uns das Leben gerettet hat. Oh mein Gott. So viel dazu. Ich habe auch wieder ganz vergessen, wie viele Feen wir haben. Scheinbar nicht so viele. Okay, neuer Versuch, neuer Versuch. Wir packen das schon irgendwie. Aber ich muss sagen, der Damage ist ziemlich böse. Also auch mit der Hylia-Rüstung sind wir einfach Two-Shot. So, was ist denn der stärkste Bogen, den wir haben? Wir könnten den Adlerbogen benutzen. Haben wir genug Bombenpfeile? Wir haben 12 Stück. Okay, damit könnte es was werden. Er dreht sich halt immer perfekt zu mir um, ne? Komm. Triple Headshot ist immer nice. Und drauf. Und wieder Triple Headshot. Nice. Bam. So, jetzt dodgen. Ja, perfekt. Nehmen wir das Muschelngroßschwert. Komm, rauf da, rauf da, rauf da. Link, gib ihm. Fall hin, fall doch bitte hin. Ja, perfekt. Komm, rauf da. Und jetzt rauf. Komm, schlag zu. Oh mein Gott. Er ist machbar, Leute. Er ist tatsächlich machbar. Oh Gott. Wir müssen aber super aufpassen. Ja, perfekt. Perfekt. Der Trick ist einfach nur gute Headshots verteilen. Und rauf, 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 rauf. Link, rauf. Link, bitte rauf. Okay, oder auch nicht. Egal, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Aua. Okay, wir müssen uns jetzt irgendwas gönnen, was uns Leben gibt. Aber ganz schnell. Ich habe auch nichts, was mir gelbe Herzen gibt, ne? Das ist ganz schön bitter. Gönnen wir uns das hier einmal und das hier. Let's go. Komm schnell auf den Kopf. No. Ja, fall hin. Go, 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 go. Okay, wir dürfen nur zweimal zuschlagen mit dem Muschelschwert. Und jetzt. Nein. Komm, fall hin. Nice, nice, nice. Wir könnten ihn schaffen, Leute. Wir könnten ihn schaffen. Jetzt schnell rauf, Link. Oh mein Gott, Leute. Das ist super gefährlich hier. Und Mifas Gebet ist leider auch noch nicht da. Können wir ihn zum Brennen bringen? Wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben wieder perfekt gedodged. Oh mein Gott. Also manchmal liebe ich mich dafür, dass ich so ein guter Dodge-Master bin. Komm, gib ihm. Oh mein Gott, und wieder gedodged. Komm, hau einfach drauf, Link. Hau einfach drauf. Nein! Ich kam nicht dazu, mein Schild rechtzeitig Oh nein. Warum holt er nicht das Schild raus? Ich hab ihn doch anvisiert. 5 hours later. Ey, Leute, wir hatten ihn fast. Wir hatten ihn fast. Das ist doch lächerlich. So, Headshot. Immer gut. Headshots sind immer gut. Und drauf. So, und jetzt wieder Headshots. Perfekt. Jetzt werfe ich ihn damit ab. Oder auch nicht. Und hol das Schwert raus. Oh mein Gott, war das close. War das close, Leute. Das war wirklich letzte Sekunde. Komm rauf. Und schön auf seinen Rücken. Und nochmal Headshots geben. Danke. Und nochmal Headshot geben. Perfekt. Okay, er ist gleich bei der Hälfte. Es geht gut voran. Jetzt nochmal. So. Okay, perfekt. Komm, bitte noch einen Headshot geben. Okay, jetzt Vorsicht. Okay, gedodged. Jetzt zuschlagen. Nein, nein, nein. Oh Gott, war das close. Also wenn die Attacke durchgegangen wäre, ich glaube, ich wäre instant gestorben. Meine Güte, Daruks Schild ist so OP. Komm, hau ihn doch endlich weg. Er ist so low. Headshot. Headshot. Komm. Ja, wieder ein Headshot. Perfekt. Rauf da. Komm, geh rauf. Nice, nice, nice. Komm, er ist so low, er ist so low, er ist so low. Wir haben noch zweimal Daruks Schild. Komm, wir müssen wieder drauf hoffen. Ja, nice. Komm, jetzt ist er tot, oder? Gib ihm. Gib ihm. Habe ich ihn jetzt endlich? Habe ich ihn jetzt endlich? Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn endlich besiegt. Oh mein Gott.
Ich muss zugeben, der Adlerbogen hat einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet. Wir haben einen neuen Herz bekommen. Okay. Ein Chimärenschild, ein Chimärenschwert und wahrscheinlich einen Chimärenbogen. Ich würde sagen, ich droppe den Stahlexhalbogen gegen den Chimärenbogen und das Chimärenschild. Sollte ich auch lieber mitnehmen. Drop mir das Leuenschild im Tausch dagegen. Ja, okay. Hat es sich gelohnt? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber hat es Spaß gemacht? Definitiv. Gut. Dann haben wir noch ein kleines Ziel, ist mir gerade eingefallen. Und zwar wollten wir da oben zu diesem gelben Punkt, denn dort befindet sich irgendwo ein Schrein. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt so schnell hoch? Also mit Pferd wahrscheinlich gar nicht. Okay. Baumläufe. Entspann dich, Baumläufe. Du kannst ja nicht hoch. Es gibt sowas, das nennt sich Schwerkraft. Okay, dann lassen wir Baumläufe mal hier. Okay, wir müssen in diese Richtung. Benutzen wir Revalis Sturm, um uns die ganze Reise hier ein bisschen leichter zu machen. Ich meine, dafür haben wir ihn ja auch am Ende des Tages. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Und jetzt ist Mipha natürlich für uns da. Jetzt, wo der Leune bereits tot ist. Super. Oh, was haben wir hier? Das sieht gut aus. Die Frage ist, womit baue ich das ab? Hier ist was Goldenes. Oh mein Gott, wir haben einen Diamanten bekommen. Alter, okay, wir werden hier richtig reich in diesem Gebiet. Aber nicht mal wegen den ganzen Erzvorkommen, sondern eigentlich wegen den Gegnern. Weil die alle irgendwie Saphire und so droppen. Das ist so crazy. Komm, hier einmal Revalis Sturm nochmal. Wie weit ist es denn noch bis da hinten? Och nein, nein, lass mich bitte einfach in Ruhe, okay? Lass mich in Ruhe. Hier unten, oder? War das hier unten? Doch, das war hier unten. Okay. Und ich sehe wieder ein paar gemeingefährliche Exalfosse da unten. Rakua-Schrein. Okay, betreten wir den mal. Der Durchbruch. Okay, scheinbar hat das irgendwas mit Feuer zu tun. Das ist ja schon mal ganz offensichtlich. Nehmen wir dafür am besten einen Bogen, der nicht so stark ist. Zum Beispiel der Ritterbogen hier. Und zünden das hier mal an. Und was genau passiert dann? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich das hier zerstöre? Nee, hä? Oh, hier ist ein Durchgang. Verstehe. Oh nein. Oh nein. Nicht der schon wieder. Nehmen wir das Wächterschwert. Ich glaube, das macht ganz guten Damage an einem Wächter. Habe ich mir sagen lassen. Komm, schlag zu. Ja, doch. Doch, wir machen ziemlich guten Damage. Komm, den haben wir schnell, oder? Wenn wir so dodgen, kriegen wir den ganz gut tot. Was wird denn das jetzt hier? Was wird denn das jetzt hier? Was wird denn das jetzt hier? Komm. Ich hau den jetzt mit dem Chimärenschild weg, wenn er hier so weitermacht. Wenn du mir so frech kommst. Komm. Komm, wir können gern so weitermachen. Ich pariere alles. Ich pariere alles. Naja, fast alles. Oh nein, mein Chimärenschild ist gleich am Arsch. No! Okay, weißt du was? Komm, nimm einfach das. Du gehst mir auf die Nerven. Danke. Oh, ich glaube, die Wächterlanze sollte ich eigentlich mitnehmen. Wer weiß, wenn wir wieder auf einen Gegner treffen, der ein Wächter ist. Ja, doch, nehmen wir die einfach mal mit. Kann ja im Grunde nicht schaden. So, und hier müssen wir diese Kiste irgendwie anzünden, glaube ich. Perfekt. So, das kann ja auch weg. Ah, und jetzt können wir doch bestimmt diese Kiste benutzen, um da drüben ranzukommen, oder? Oder reicht das nicht? Ich glaube, das reicht doch nicht. Oh, nee. Das reicht absolut nicht. Naja, mal schauen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Kisten. Nein! Als ob es noch einen gibt! Ey, das kann es jetzt nicht sein, oder? Das kann es jetzt ehrlich nicht sein. Aua. Das war's mit meinem Chimärenschild, das ich erst seit ein paar Sekunden habe. Komm. Solange wir das antike Schwert haben, ist alles gut. Ich meine, das Wächterschwert. Aber das geht leider auch gleich in die Brüche. Komm, hau ihn weg. Wow, das ist alles? Das ist alles? Okay, dann müssen wir den Speer benutzen. Ich meine, der Damage ist ganz okay. Beschweren kann man sich da eher weniger, würde jetzt Danny Yesten sagen. Oh, wow. Und die Lanze ist aber auch gleich am Arsch. Und zwar genau jetzt. Da muss ich jetzt das Mushin-Großschwert benutzen. Oh, meine Güte. Wieso müssen die auch alle so tanky sein? Komm. Stirb. Oh mein Gott, das war so nice gedodged. Komm, zerstör ihn doch endlich. Komm, ein Hit noch.
Meine Güte, Leute. Das ist so ein Krampf, diese Wächter zu zerstören, ne? Das geht immer absolut nicht klar. Und jetzt? Bin ich blöd? Habe ich irgendwas übersehen? Es hat doch bestimmt irgendwas mit dieser Kiste da zu tun, oder nicht? Hä? Aber bin ich komplett bescheuert? Oh, wartet mal. Ich kann doch die Kiste einfach runterholen, oder? Ja, gut. Ich meine, hätte ich auch früher drauf kommen können? Ein Erzbohrer. Oh, auch mal wieder schön, so einen zu bekommen. Dann habe ich zumindest was, was mir beim Abbauen von Erzen hilft. Moment, da hinten war eine Tür. Habe ich hier vielleicht irgendwo einen Schlüssel übersehen? Da vielleicht? Nee. Hä? Hier versteckt sich doch bestimmt auch irgendwas dahinter oder dort, oder? Irgendwas? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Es muss doch hier irgendwo einen Schlüssel dafür geben. Aber wo? In der Truhe war keiner drin. Hier wahrscheinlich auch nicht. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht hier? Ich zünde einfach mal alles an. Hä? Was genau mache ich falsch? Wie komme ich hier rein? Ich brauche doch einen Schlüssel. Aber wo ist hier ein Schlüssel? Bin ich blöd? Habe ich hier irgendwo einen Schlüssel übersehen? Ich muss doch hier irgendwas übersehen, Leute. Aber was? Leute, ich bin irgendwie verwirrt. Muss ich jetzt vielleicht diese Kisten da anzünden? Wahrscheinlich, oder? Ich muss doch safe diese Kisten da anzünden. Aber als ob die wollen, dass ich das Feuer von dort hinten bis da nach vorne trage. Okay, wahrscheinlich soll man das auch normalerweise mit einer Fackel machen. Oder soll man das mit einer Fackel machen? Ich hoffe einfach, der Pfeil geht nicht so schnell aus. So viel dazu. Habe ich denn irgendwas, womit ich das transportieren kann? Irgendwas aus Holz? Ne, ich habe nichts aus Holz. Hä, das ist doch jetzt ein Witz. Hä, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Die können doch nicht von mir verlangen, dass ich den ganzen Weg jetzt hier speedrunne. Ich bin ehrlich, Leute, ich verstehe es nicht. Also, was schon mal klar ist, da ist safe der Ausgang. Zu 100% ist da der Ausgang. Das heißt, da drüben ist der Schlüssel. Aber um an den zu kommen, muss ich diese Fässer zerstören. Und diese Fässer kann ich nur mit Feuer zerstören. Die Frage ist nur, wie haben die sich das vorgestellt? Ich muss ja mit einem Pfeil hier irgendwie ganz schnell durchrennen und dann hier rüber. Ich meine, ich habe noch einen Feuerpfeil. Nee, ich habe noch 21 Stück. Okay, dann muss ich das wahrscheinlich einfach mit einem Feuerpfeil machen. Aber dann fände ich es komisch, dass sie mir keine Feuerpfeile irgendwie im Schrein dagelassen haben. Verstehe ich irgendwie nicht. Bringt das überhaupt was? Okay, doch, das bringt was. Genau. Jetzt geht nämlich das Tor auf. Das dachte ich mir auch schon so. Aber ich bin immer noch verwirrt. Was ist hier drin? Genau, der kleine Schlüssel, das dachte ich mir schon. Und dann kann ich jetzt hier wieder auf die andere Seite rüber. Ja, genau. Genauso habe ich es mir auch gedacht. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wie haben die sich das bitte gedacht? Wofür hat man das da gebraucht? Wofür ist dieses Feuer da gut? Dieses Feuer hätte doch irgendwo hier draußen sein müssen. Dann hätte es für mich Sinn ergeben. Dann hätte ich von hier anvisieren können und darauf schießen können. Aber hä? In der Reihenfolge ergibt es gar keinen Sinn. Leute, schreibt mir in die Kommentare, falls ihr wisst, wie das wirklich funktioniert. Oder ob das vielleicht einfach nur ein Bug ist oder so, dass dieses Ding hier drin ist. Ich weiß es nicht. Ganz komische Geschichte hier. Okay, aber jetzt können wir endlich zum Ausgang. Okay, perfekt. Da ist der Ausgang. Und hier gibt es, glaube ich, sonst auch keine Geheimnisse mehr. Dann holen wir uns jetzt ein weiteres Zeichen der Bewährung ab. Wir haben mittlerweile einfach schon wieder 7 Stück, ey. Das ist so crazy. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Sieht aus wie so eine Art Höhle, aber irgendwie auch nicht. Und da hinten ist ein Eisblock, den wir bestimmt irgendwie zum Schmelzen bringen können. Und da versteckt sich doch bestimmt ein Krog drunter. Und da sind diese komischen Ivaroks, oder? Ja, dachte ich mir schon. Oh wow, ich krieg die gar nicht zerstört. Egal, ich lasse sie einfach in Ruhe. Was ist hier drin? Ein Königsbogen. Bin ein bisschen überrascht, dass da kein Krog drunter ist, aber einen Königsbogen nehme ich natürlich auch sehr gern auf. Vor allem einen mit mehr Angriffskraft. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Da sage ich nicht nein zu. So, und den Erzbohrer nehme ich natürlich hier zum Abbauen. Aber diesmal ist hier leider kein Diamant drunter versteckt. Okay, hier komme ich, glaube ich, wieder aus der Höhle raus. Aber eigentlich will ich ja noch gar nicht raus, oder? Was gibt es denn sonst hier zu entdecken? Schauen wir mal von oben, denn vielleicht tummelt sich hier irgendwo wenigstens ein Krog oder so. Ich meine, dieses Gebiet ist ja wie gemacht für irgendwelche versteckten Krogs. Das sehe ich doch jetzt schon. Und mir ist aufgefallen, kann es sein, dass man im Schnee deutlich langsamer läuft? Oder ist das nur Einbildung durch die Animation? Denn ich habe das Gefühl, dass ich viel, viel, viel langsamer bin. Holy shit. Und habe ich schon erwähnt, wie schön ich die Musik hier einfach im Schneegebiet finde? Ich finde die so beruhigend. Es ist so schön. Ich freue mich jetzt schon echt so krass auf BOTW 2. Das glaubt ihr gar nicht, Leute. Das glaubt ihr nicht. Aber ich wette, ihr seid alle mindestens genauso gehypt wie ich. Okay, vielleicht ist da ein Krog drunter. Ernsthaft? Okay, dann nehme ich den Meteorstab. Komm schon. Was ist denn da drunter? Hä? Und jetzt? Oh, ein Krog.
Als ob so ein kleiner Zipfel gefehlt hat. Ey, das gibt's ja nicht. Aber ich muss sagen, wir tun uns immer schwerer damit, Krogsamen zu finden. Das ist nicht gut. Komm her. Kannst du mal nicht so wegrennen? Verdammte Axt. Danke. Löst dich einfach auf, Mensch. Wenigstens hat er uns eine gute Waffe gedroppt. Was haben wir hier? Frostkraut? Okay. Aber hier ist doch safe noch irgendwo anders ein Krog. Es gibt 900 Stück in dem Spiel. Und ich finde einfach fast gar keine. Man muss ja wirklich jeden Winkel hier absuchen. Das ist doch unmöglich ohne Karte. Also wer auch immer das geschafft hat, Respekt. Wisst ihr was? Ich probiere mal Revalis Sturm. Denn vielleicht ist hier oben auch noch ein Krog. Aber hier sieht es auch nicht danach aus, als wäre hier irgendwo ein Krog. Oder? Was haben wir hier? Spurtfeilchen. Okay. Gut. Dann haben wir diese Ecke eigentlich auch schon gründlich durchsucht. Also naja, mehr oder weniger gründlich, würde ich sagen. Aber Leute, ich würde sagen, setzen wir unsere Reise in der nächsten Folge fort. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich bin euer Marki. Macht's gut!